glaube, meine Generation hat vor allen Dingen den Anspruch, dass der Arbeitsplatz 21. Jahrhundert ankommt. Das heißt zum Beispiel auch, dass man flexibler wird, was Arbeitsort, Arbeitszeiten angeht. Meine Generation wünscht sich aber auch in vielen Punkten einfach Sicherheit. Also ganz klar, dass der Arbeitsplatz langfristig absehbar gegeben ist. Wichtig ist auch, dass man sich dann als jemand, der in einer betrieblichen Struktur arbeitet, einfach wohlfühlt, eingebunden fühlt und letztendlich auch weiß, wofür man arbeitet. Was ist das große Ziel dahinter? Und dadurch letztendlich natürlich auch ganz klar die beste Leistung erbringen kann. Denn wenn ich weiß, wofür ich arbeite, wo ich hinterstehe, wovon ich überzeugt bin, dann bringt das auch dem Unternehmer am meisten. Gerade in Berlin, in einer Stadt, die viel von der Startup-Szene geprägt ist, die also junge Ideen, frische Geister mit in die Wirtschaft jetzt einbringt, sind natürlich auch gerade etablierte Unternehmen besonders gefragt, hier attraktive Bedingungen für die junge Generation zu schaffen. Denn ganz klar, die Startups, die oftmals kleinere Teams haben, offenere Strukturen, lockerer sind, bieten natürlich eine besondere Konkurrenz für die Arbeitgeber. Die Startup-Szene von heute wird auch den Arbeitsmarkt von morgen ganz klar definieren. Sie sind symbolisch dafür, für den deutschen Erfindergeist, für die Innovationsfähigkeit dieser Stadt und dieses Landes. Deswegen muss man da ganz klar meiner Meinung nach als Politik hinterstehen, neue Ideen fördern, gerade im digitalen Bereich, damit Deutschland da nicht abgehängt wird. Wir sind da im Moment in einer Situation, bei der wir als Deutschland hinterherhinken in vielen Bereichen, also gerade was Digitalisierung angeht, Ausbau des WLANs, generell Strukturen, gerade auch in ländlichen Bereichen, das trifft jetzt weniger auf Berlin zu, ist aber ein gesamtdeutsches Problem, einfach attraktive Bedingungen zu schaffen für junge Ideen, damit die sich überall hier frei entfalten können und damit aus frischen Ideen letztendlich Arbeitsplätze entstehen.